Herzlich willkommen, Leute, zu einem neuen Video auf Mark 1.1 und heute spielen wir Fall Guys. In Fall Guys muss man einfach nur mehrere Parcours und Minispiele überleben mit 60 Spielern insgesamt. Wer am Ende überlebt, hat gewonnen. Los geht's! So, Leute, wir sind in der Runde angekommen und es geht direkt los. Wir drängeln uns hier etwas vor, Leute. Ich will erster Platz werden. Okay, das wird wohl nichts mit dem ersten Platz. Aber wir gehen trotzdem weiter. Oh Gott. Alter Schwede, das sind zu viele. Das Spiel leckt ein bisschen, habe ich das Gefühl. Weil da sind ja immer 60 Leute in einer Runde. Und es packt ziemlich... Oh Gott, aus dem Weg, aus dem Weg. Okay, das hat mich richtig erwischt, aber ich bin nicht runtergefallen, Gott sei Dank. Oh Gott, alter Schwede, ich wurde schon wieder erwischt. Ja, ich schaff's, glaube ich, noch. Ihr seht, Leute, oben rechts, da steht qualifiziert 0 von 42. Und es können sich halt nur 42 in dieser Runde qualifizieren für die nächste Runde. Und ganz am Ende hat sich halt nur einer qualifiziert und dann hat der halt gewonnen. Und wir haben auch die erste Runde geschafft. Ab geht's in die nächste Runde. Oder nee, Leute, bevor es in die nächste Runde geht, sehen wir uns noch kurz an, wie die Leute alle hinfallen. Okay, jetzt ab geht's in die nächste Runde. So, Leute, wir sind jetzt bei der neuen Map. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie die heißt, aber bei der Map muss man einfach nur überleben, bis 17 Leute ausgeschieden sind. Das ist doch eigentlich ganz einfach. Also, es hört sich einfach an. Ich habe die Map schon ein paar Mal gespielt und bin richtig unnötig gestorben, weil die Leute können einen auch festhalten. Das ist richtig nervig. Und das kann sein, dass man deshalb dann stirbt. Oh Gott, das war knapp. Huh, da habe ich wieder meine Gameplay-Instinkte, sorry, nicht Gameplay-Instinkte, sondern Gaming-Instinkte ausgepackt. Und guckt euch mal mein Skin an, ich bin einfach eine Taube. Dies ist ja der Wahnsinn, Mann. Ich habe den Skin freigeschaltet. Vor 5 Stunden, also der ist mir auch noch relativ neu. Ja. Oh Gott, es wird immer schwerer, es wird echt immer schwerer. Leute, halt! Ey, habt ihr gerade gesehen, da hat mich versucht, einer festzuhalten. Und es gibt manchmal einfach solche, so was jetzt gerade ist zum Beispiel, dass man einfach ganz lange auf einen Drehdingsbums rumlaufen kann. Genau, das ist ja ein super Beispiel. Hier bei Orange, da kann man einfach 1000 Jahre lang rumlaufen. Und das ist eine echte... Oh Gott, das war wieder knapp. Die schönsten Dinger. Okay, jetzt können wir auf Lila das gleiche machen. Das ist immer richtig gut. Und es sind schon 13 Leute von 17 ausgeschieden. Also es ist gleich vorbei. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und Leute, gestern Abend habe ich auch noch Fall Guys gespielt. Aber ich konnte es leider nicht aufnehmen. Mein Internet war zu schlecht. Sonst hättet ihr ja schon heute Morgen eine Folge bekommen. Aber naja. Oh Gott. Ah, diese immer... Oh, oh, oh mein Gott. Habt ihr das gesehen, Leute? Am Ende wurde das einfach nur richtig, richtig knapp. Ab geht's in die nächste Runde. So, Leute, wir sind in der nächsten Runde angekommen. Es leben nur noch ganz wenig Leute. Und hier müssen wir einfach... Ich weiß nicht, wie man das nennen soll. Über diese Dinger springen. Das kennt man doch aus dem Jump House oder so. Ich muss einfach rüberspringen. Und ich kann auch diese Platten, auf denen ich hier laufe, die können kaputt gehen. Ich weiß nicht, ob das nur, wenn das Finale bei dieser Map, dass die Dinger kaputt gehen. Aber ich weiß nicht. Oh Gott, das war... ich bin fast in den Schleim gefallen. Ach du Heilige. Einfach... springen. Okay, da bin ich mal wieder hingefallen. Leute, erklärt mir nicht, wieso ich noch lebe. Okay, da wurden auch viele weggekickt, aber... Leute, könnt ihr mir bitte sagen, wieso ich die anderen erwischt werden und die ganze Zeit überleben? Ich meine, bei mir ist es auch so, aber ich verstehe es aber nicht. Seht ihr die ganze Zeit, wie die Leute weggekickt werden? Vor allen Dingen, ich werde auch weggekickt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es muss nur noch einer ausschalten. Nein, nein, nein! Nein! Ja! Wie zum Teufel! Wie zum Teufel habe ich das überlebt! Oh mein Gott, Leute. Bitte das actionste Action-Replay, was ihr je gesehen habt. Jetzt nochmal eingeblendet. Oh mein Gott.
Oh mein Gott, das war der Wahnsinn. Ich würde sagen, ab geht's in die nächste Runde. Leute, wir sind bei einem Modus namens Rock'n'Roll angekommen. Es hat zwar nichts mit Rock'n'Roll zu tun, aber der Modus heißt halt so. Und ich muss mit meinem Team diesen Ball ins Tor katapultieren. Und welches Team als letzter ankommt, hat halt verloren. Okay, und meine eigenen Teammitglieder töten mich. Oder schubsen mich zumindest um. Danke für gar nichts. Leute, ihr müsst ihn doch... Leute, was macht ihr? Ihr müsst ihn einfach nur nach rechts katapultieren. Also, schieben den Ball. Gummi geben! Gib Gummi! Wir sind zurzeit auch Erster. Das seht ihr oben bei den Prozenten. Und let's go! Ball! Los geht's! Und die anderen Teammitglieder halten dann einfach manchmal auf. Das ist total nervig, aber wir schaffen es! Ja! Oh, Leute. Das sieht nach einem Sieg aus! Ja! Wir haben es geschafft! Ab geht's in die nächste Runde! Leute, jetzt ist das Finale. Wir müssen einfach, wie soll man sagen, den Berg hochklettern und die Krone holen. Dann haben wir gewonnen. Ja, und ich habe es leider noch nie geschafft, da die Krone zu holen. Aber jetzt schaffe ich das. Und wir spawnen noch ganz vorne. Let's go. Wir sind Erster. Okay. Ah, das ist gerade richtig knapp. Und ihr seht, Leute, es ist ein richtig harter Parcours. Und ich wurde zurückgedrängt. Ja, geil. Oh Gott, Leute, nein. Wie spiele ich denn? Wie spiele ich? Oh Gott, okay. Mir fällt einfach jeder Ball genau ins Gesicht. Och, Manu. Aber vielleicht... Und Leute, ihr seht vielleicht da hinten, die Krone fliegt jetzt zum Beispiel hoch. Und ich hoffe mal, dass die Krone jetzt erstmal oben bleibt, bis ich ankomme. Weil ich will es auch schaffen. Bitte, Leute, lasst mich rein. Bitte, ich will die Krone. Nein. Schade, schade, schade. Ich würde sagen, ich starte jetzt noch eine Runde und wir sehen uns dann gleich wieder. So Leute, wir sind in der nächsten Runde angekommen. Ich habe meinen Skin geändert. Ich bin jetzt einfach ein, wie soll man sagen, braun-grüner, braun-grüner Schokoladentyp. Ja, wow, ich wurde zurückgestoßen. Leute, ihr seht, das ist richtig gut, wenn man diese Dinge als Boost benutzt. Das ist richtig, richtig gut. Oh, geschafft. Und hier rüberspringen. Perfektomat. Alter, man kann auf diesen Dingern springen. Das ist nice, das ist nice. Oh yeah. So spiele ich Videospiele. Ich werde vom Propeller angetreten. Ja, geil. Okay. Ah, geschafft, geschafft, geschafft. Okay, der ist ganz schnell. Das werde ich wahrscheinlich nicht schaffen. Okay, wie gesagt, Leute, das schaffe ich nicht. Oh Gott. Ah! Oh nein. Oh Gott. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Alter Schwede, oh Gott. Ja! Geschafft. Geschafft, Leute. Ich bin, wie viel da? Zweiter? Ja, Dritter. Ich bin Dritter geworden. Daumen nach oben da lassen. Okay. Ab geht's in die nächste Runde. So Leute, wir sind bei der nächsten Map angekommen und hier muss man einfach nur sein Glück testen und durch die Türen springen. Ich hab's geschafft. Oh Gott. Die ist richtig. Nein. Ach Mann, ich habe mich doch richtig entschieden. Wieso habe ich mich dann noch entschieden? Verdammt. Und ihr seht Leute, es können sich ja nur noch 33 Leute qualifizieren. Bei der Map ist es immer so, dass man einfach zu spät ankommt, weil immer so viele auf einem Platz sind, ganz am Ende. Aber es ist eigentlich alles relativ easy, wenn man hier etwas weiter hinten ist und ein paar Leute vorgehen lässt. Okay, hä? Hallo? Hä? Das ging doch... Nein, nein! Genau das meinte ich, Leute, nein! Das sind 1000 Leute. Oh, nee. Schaffe ich das noch? Bitte, 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 bitte. Ja, ich schaffe das. Perfekt! Geschafft! Leute, das ist jetzt die zweite Runde, die wir hier geschafft haben. Perfekt! Ab geht's in die nächste Runde. So Leute, in dieser Map muss man einfach nur vor dem Schleim abhauen. Und der Schleim kommt immer höher und irgendwann hat man es halt ins Ziel geschafft. Und hier gibt es eine Abkürzung, die ich gerade nicht geschafft habe. Okay, doch, ich habe sie geschafft.
Ja, ich bin gerade einfach nur auf dieses Bounce-Teil gesprungen und das hat mich einfach hochkatapultiert. Das ist der einzige Grund, warum ich die Map je geschafft habe. Weil ich habe ja eigentlich nie geschafft und jetzt kenne ich diesen Trick und jetzt schaffe ich die Map immer. Okay. Oh! Wenn diese Dings, wie heißt das genau mal, dieser Pumpkin-Skin, wie man auch immer nennen mag, wenn der mich jetzt runtergeschubst hätte, dann hätte ich ein Problem. Oh Gottchen! Das ist nämlich echt eine schwere Map. Oh Gott, das haben wir auch wieder geschafft. Und Leute, wir sind gleich im Ziel. Ich muss nur noch kurz diesen Hammer ausweichen im Schleim. Weil dann habe ich das geschafft. Okay, das ist eigentlich relativ. Wie zum Teufel hat der Typ es geschafft, vor mich zu kommen? Okay, der Typ ist anscheinend richtig gut. Ich glaube, den werden wir auch im Finale sehen. Also Leute, merkt euch. Wrestling-Typ wird ins Finale kommen. Wie auch immer aussah. Oh, ausgewichen und perfekt im Ziel. In dieser Map wurde ich mal wieder Dritter. Und das wird jetzt ganz schön lange dauern, bis die anderen auch im Ziel sind. Ich würde sagen, ab geht's in die nächste Runde. So Leute, die nächste Runde ist da. Bei der Map muss man einfach nur den Weg erraten. Und ich habe es tatsächlich mal geschafft mit dem Doppelsprung. Oh. Den Weg zu erraten, aber jetzt bin ich runtergefallen. Bei der Map respawnt man Gott sei Dank. Und nach der Map wird das Finale sein, weil da es sind, wow, nur noch 6 Leute. Und ja, das ist relativ cool, weil vielleicht kann ich endlich mal einen epischen Sieg holen. Das wäre geil. Jetzt nicht mehr ein epischer Sieg in Fortnite, sondern epischer Sieg in Fall Guys. Das ist ja der Wahnsinn, Mann. Oh, keiner traut sich wieder zu gehen. Oh Gott. Links. Ich will nicht gehen, Leute. Ich will nicht vorgehen. Der Pumpkin kann vorgehen. Bitte, ich will das nicht. Okay. Oh Gott. Alter Schwede. Okay. Rechts oder links? Beides ist richtig. Oh Gott. Ich lasse die andere vorlaufen. Das ist wieder der Wrestler-Typ. Geschafft! Oh Leute. Nach der Runde ist Finale. Ich hoffe mal, dass wir das auch gleich schaffen werden. Ab geht's in die nächste Runde. Leute, jetzt ist das Finale. Sprungprobe. Darin bin ich, glaube ich, relativ gut. Und wie gesagt, Leute, der Wrestler-Typ ist neben mir im Finale. Und solange das noch so langsam ist, kann ich ja noch ein bisschen rumdödeln und ein bisschen Spaß hier rüberspringen, weil ich, glaube ich, eh nicht sterben werde. Oh nein. Ach so, ich dachte gerade schon, man fällt hin, aber wenn es so lahm ist, fällt man anscheinend nicht hin. Und wie gesagt, Leute, weil es jetzt Finale ist, können auch diese Blöcke hinfallen. Ihr habt es gerade kurz gesehen. Oh nein, was tue ich? Alter Schwede, oh Gott. Ihr habt gerade gesehen, da können diese Plattformen einfach runterfallen. Und ja, das macht das Ganze natürlich deutlich schwieriger. Aber jetzt ist das noch ganz einfach. Oh Gott, ich habe schon wieder fast einen Fehler gemacht. Alter Schwede. Huh. Oh, okay, die nächste Plattform bricht zusammen. Jetzt wird es natürlich immer schwerer sein, dass dieses Teil, was da oben sich dreht, immer fast so gleich sein wird wie das kleinere Teil. Und dann wird man immer nie wissen, wann man springen soll, weil das halt die Sicht verdeckt. Und das ist ein Problem. Oh Gott! Oh, das hat mich gerade fast schon wieder umgebracht, dieses Teil oben, weil ich nicht wusste, wo das Teil ist. Oh Gott! Oh! Okay, Leute, nur noch der Wrestling-Typ! Nur noch der Wrestling-Typ! Oh mein Gott, das ist so spannend. Alter Schwede. Ja! Ja! Ich bin in die Luft geflogen. Ich wurde weggeschleudert und bin auf dem Wrestling-Typen gelandet. Und ich habe gewonnen. Oh mein Gott, Leute. Ich habe gewonnen. Ja! Leute, lasst ein Like und ein Abo da, wenn euch dieses Video gefallen hat. Ciao.